Herzlich willkommen zum Screencast über Versionsverwaltung und Versionsverwaltungssystem Git. Bevor wir mit der Funktionsweise und Bedienung von Git beginnen, möchte ich zunächst beantworten, was Versionsverwaltung überhaupt ist und wozu Versionsverwaltungssysteme überhaupt benötigt werden. Beim Umgang mit Dateien und Dokumenten sind kleine wiederkehrende Tätigkeiten zu beobachten, welche wir immer wieder durchführen. Zu diesen Tätigkeiten gehört natürlich das Erstellen und Bearbeiten von Dateien und Dokumenten sowie das Abspeichern von diesen. Schauen wir uns zunächst an, wie die manuelle Verwaltung von Dateien und Dokumenten in der Regel aussieht. Die violette Zeitachse zeigt uns den Verlauf der Bearbeitung des Dokumentes an. Die blaue Markierung steht symbolisch für den Zeitpunkt, an dem das zu betrachtende Dokument erstellt wurde, während die grüne Markierung den aktuellen Zeitpunkt widerspiegelt. Die Markierungen dazwischen sollen Zeitpunkte widerspiegeln, an dem das Dokument bearbeitet wurde. Bekanntermaßen sollten Dokumente regelmäßig abgespeichert werden, um Datenverluste zu verhindern. Was ist allerdings, wenn das Dokument durch den Verlust oder Ausfall eines Datenträgers verloren geht? Falls in einem solchen Fall vorher keine Sicherung angelegt wurde, müssen wir im schlimmsten Fall von neu beginnen, da wir das Dokument zwar regelmäßig gespeichert, aber nicht gesichert haben. Gleiches gilt, wenn wir Änderungen rückgängig machen wollen. Entweder müssten wir die Änderung manuell rückgängig machen oder eben von neu beginnen. Hätten wir von Anfang an ein Versionsverwaltungssystem verwendet, wäre die Situation nicht weiter dramatisch. Doch was ist ein Versionsverwaltungssystem nun eigentlich? Laut Wikipedia ist Versionsverwaltung ein System, das zur Erfassung von Änderungen an Dokumenten oder Dateien verwendet wird. Wie der Name Versionsverwaltung schon verrät, ist es ein System zur Verwaltung der einzelnen Versionen eines Dokumentes. Dazu werden alle Versionen in einem Archiv mit Zeitstempel und Benutzererkennung gesichert und können später bei Bedarf wiederhergestellt werden. Die Eigenschaften und Hauptaufgaben eines solchen Versionsverwaltungssystems ist die Protokollierung der Änderungen, die Wiederherstellung von alten Ständen, die Archivierung der einzelnen Stände eines Projektes sowie die Koordinierung des gemeinsamen Zugriffs von mehreren Entwicklern auf die Datei. Dazu zählt auch die gleichzeitige Entwicklung mehrerer Entwicklungszweige, auf Englisch Branches, eines Projektes. Schauen wir uns an, wie dieselbe Situation wie gerade eben mit einem Versionsverwaltungssystem wie Git ausgesehen hätte. Wie ersichtlich haben wir hier die gleiche Situation wie gerade eben, nur dass die lila Markierungen mit gelben Markierungen ersetzt wurden. Diese Markierungen auf der Zeitachse sollen Zeitpunkte darstellen, an dem das Dokument bearbeitet und von einem Versionsverwaltungssystem archiviert wurde. Betrachten wir nun, welche Möglichkeiten wir bei einem Datenverlust hätten. Dazu gehen wir davon aus, dass der aktuelle Stand, wie beim vorherigen Beispiel auch, verloren gegangen ist. Da jede Version vom Versionsverwaltungssystem gesichert wird, könnten wir den aktuellen Stand wiederherstellen, beziehungsweise könnten wir auch einfach auf einen älteren Stand zurückgreifen. Viel interessanter wird das Ganze, wenn wir nun ein Dokument betrachten, das von mehreren Personen überarbeitet wird. Wie wir schon bei den Eigenschaften von Versionsverwaltungssystemen gelernt haben, ist eine Koordinierung des gemeinsamen Zugriffs von mehreren Entwicklern auf Dateien möglich. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass mehr als eine Person die Datei gleichzeitig bearbeiten kann. Die Koordinierung übernimmt dabei das Versionsverwaltungssystem. In unserem Beispiel sehen wir erneut den Bearbeitungsverlauf unseres Dokumentes. Allerdings wird dieses Dokument statt von einer Person von drei Personen gleichzeitig bearbeitet. Wenn wir uns die ersten beiden Überarbeitungen anschauen, sehen wir nichts weiter Ungewöhnliches. Diese beiden Änderungen sind nacheinander durchgeführt worden, das heißt, dass bei der zweiten Version bereits der Stand der ersten Version berücksichtigt wurde. Wenn wir uns allerdings die nächsten Änderungen näher betrachten, sehen wir einen etwas anderen Sachverhalt. Wie wir hier sehen können, spaltet sich die Zeitachse auf. Dies passiert, wenn zwei Nutzer gleichzeitig Änderungen an einer oder mehreren Dateien vornehmen wollen. Diese Abspaltung wird Branch oder zu Deutsch Zweig genannt. Durch dieses Vorgehen ermöglicht das Versionsverwaltungssystem das parallele Arbeiten an einem oder mehreren Dokumenten. Änderungen können dabei von einem Branch wieder in einen anderen einfließen. Dieser Vorgang wird als Merging bezeichnet, was zu Deutsch Verschmelzen bedeutet. Der Hauptentwicklungszweig, welcher unsere Zeitachse darstellt, wird bei den Versionsverwaltungssystemen unterschiedlich benannt. Bei Subversion beispielsweise wird er als Trunk bezeichnet, bei Git hingegen als Master. Es gibt viele Versionsverwaltungssysteme auf dem Markt. Wir werden die freie Software Git verwenden. Initiiert wurde Git von Linus Torvalds, wahrscheinlich für die meisten kein unbekannter Name.
denn er war auch der Initiator des Linux-Kernels. Ursprünglich wurde Git entwickelt, um die Quellcode-Verwaltung des Linux-Kernels zu vereinfachen. Die aktuelle Version von Git wird produktiv für die Entwicklung vieler Open-Source-Projekte eingesetzt. Darüber hinaus läuft es auf fast jedem Betriebssystem. Von daher wird es sich auch sehr gut für unser kleines Projekt eignen. Fassen wir zusammen. Wir haben gelernt, was ein Versionsverwaltungssystem ist und welche Eigenschaften es besitzt. Wir haben kennengelernt, wofür Versionsverwaltungssysteme eigentlich benötigt werden, wie Änderungen archiviert und der parallele Zugriff auf Dateien ermöglicht wird. Im nächsten Teil werde ich euch den Umgang mit Git näher bringen und zeigen, wie wir unser kleines Projekt auf GitHub archivieren können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.